Aus dem Tipi am Kanzleramt, die Radio 1 Satire-Show. Heute zu Gast der Kapitän des Rettungsschiffs Lifeline, Klaus-Peter Reich. Stand-up-Comedy von Maxi Stettenbauer. Musik von Das Paradies. Und hier kommt der Mann, der dem Verfassungsschutz die Telefonnummer von Alexander Gauland zugesteckt hat. Florian Schröder! Vielen Dank. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Radio 1 Satire-Show aus dem Tipi im Kanzleramt. Und ich dachte, der Sommer ist noch nicht vorbei, meine Damen und Herren. Ich kleide mich mal ein bisschen sommerlich. Bist du einverstanden, ja. Nils Holzmann, ja, Redaktionsleiter? Ja, gut, Großwildjagd, sag ich mal so. Absolut. Safari-Style. Genau so ist es. Und wir leben doch im Grunde genommen in einer permanenten gefühlten Safari. Was ist eigentlich los in Sachsen seit Tagen? Das ist nicht mehr mein Sachsen, das ich kenne. Wirklich nie. Das war immer eine friedliche Gegend. Mit sympathischen Leuten, die so gesprochen haben, aber sonst waren sie gut drauf. Und jetzt, was erleben wir? Der Bundespräsident persönlich hat auf seiner Facebook-Seite das Konzert gegen rechts gestern Abend mit Kraftklub und Feine Sahne Fischfilet auf seiner Facebook-Seite geteilt. Da gab es Ärger, denn Feine Sahne Fischfilet sind eine Band, die bis vor ein paar Jahren vom Verfassungsschutz beobachtet wurden, weil sie unter Linksextremismus-Verdacht standen. Jetzt sind sie aufgetreten und der Bundespräsident, mein Frank-Walter Steinmeier, hat gesagt, das finde ich toll, der klicke ich mal auf Teilen, Feine Sahne Fischfilet, ich habe gehört, auf Facebook muss man sein Essen teilen, habe ich gemacht. Aber er hat es ernst gemeint. Und das ist gut. Ein Bundespräsident, der ein solches Konzert unterstützt, ist gut in diesen Tagen. Denn es geht so drunter und drüber in Sachsen. Ich meine, Trauer. Okay, Trauer ist ein Begriff, wissen wir alle. Jeder versteht was anderes drunter. Die einen gehen zum Therapeuten, die anderen ziehen sich zurück. Und die Dritten jagen eben Menschen, die anders aussehen, durch Chemnitz. Ja, das ist auch eine Form der Trauerarbeit offenbar. Und man zeigt daneben auch noch den Hitlergruß. So traurig sind die Nazis in Sachsen. Deswegen zeigen sie den Hitlergruß unter dem alten Motto Sieg Heul. Ja, das ist das Motto der Nazis in Sachsen. Und man muss sagen, Ursache dieser ganzen Ausschreitungen der letzten Tage war ein Mord, verübt von mutmaßlichen Geflüchteten an einem Deutschen. Seitdem ist Chemnitz außer sich. Und seitdem versuchen Sachsen mit allen Mitteln, uns hier in ganz Deutschland zu zeigen, Gewaltverbrechen von Menschen, die an unsere Werte nicht glauben und unsere Sprache nicht sprechen. Dafür brauchen wir keine Ausländer. Das können wir ganz allein. Ja. Und es ist erstaunlich, für viele in Sachsen ist heute alles wie damals. 1989, genau im Herbst, da standen wir auch hier. Da waren wir die Helden bei euch. Ja, da waren wir die Helden. Da haben wir genau dasselbe gemacht wie jetzt, gegen Missstände aufgestanden. Nee, da ist nämlich ein Unterschied. Damals, 1989, da habt ihr für die Freiheit gekämpft. Das war damals. Und heute versucht ihr die Freiheit, die ihr damals erkämpft habt, abzuschaffen. Heute versucht ihr was anderes. Was versucht Sachsen heute? Was versucht es heute, einen völkischen, nationalistischen, faschistischen Staat mit seinen verdammten Demos zu erschaffen? Und ich sage voraus, Sachsen, Chemnitzer, ihr, die ihr da mitlauft bei den AfD und bei den rechten Demos, wenn ihr mit den Demos, die ihr jetzt macht, irgendwann erfolgreich seid, dann seid ihr in einem Staat, in dem ihr überhaupt keine Demo mehr machen könnt, weil es verboten sein wird, für irgendwas zu demonstrieren. Für Freiheit, für so einen Quatsch, für alles. Deshalb bitte, überlegt euch dreimal, ob ihr so weitermachen wollt wie jetzt. Aber man muss auch sagen, die Lage in Chemnitz ist insgesamt sehr unübersichtlich. Oft weiß man gar nicht so genau, wer jetzt genau den Hitlergruß gezeigt hat. Und das ist Tatsache. Da gibt es welche von der Linken, die diskreditieren dann solche Veranstaltungen und zeigen eben den Hitlergruß. Und dann kann ja die Presse berichten, ja, die, wieder Hitlergruß gezeigt. Ha, guck, die Linken sind es nämlich. Die Linken zeigen den Hitlergruß. Das sind die Linken, die verrückten Linken. Bitte merken Sie sich das.
Liebe Herren, merken Sie sich das für zu Hause. Sagen Sie irgendwann zu Ihrer Frau, nee, ich bin nie fremd gegangen. Die hat sich einfach in mein Bett gelegt, die andere. Ich hab nichts gemacht, isse. Ja, seit Tagen zieht jetzt der Mob durch Chemnitz und manchmal habe ich das Gefühl, eigentlich will er Bücher verbrennen. Das Problem ist nur, er hat keine. Ja. Viele Parteien und auch eine Mehrheit der deutschen Bevölkerung wünscht sich jetzt, dass die AfD aufgrund der Vorkommnisse in Chemnitz vom Verfassungsschutz überwacht wird. Da freue ich mich darauf. Das läuft dann unter Coaching. Ja. Bin sicher. Bin sicher, diese Kosten kann die AfD beim Finanzamt als Förderungskosten geltend machen. Ja, denn wir dürfen nicht vergessen, es war Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen, der Alexander Gauland und Frauke Petry beraten hat dabei, wie sie vom Verfassungsschutz möglichst nicht beobachtet werden. Der Verfassungsschutz ist das McKinsey der AfD. Und natürlich ist auch Alexander Gauland, der personifizierte Vogelschiss, nicht weit gewesen, als es in Chemnitz rund ging. Er sagte, das, was wir in Chemnitz erleben, das war Selbstverteidigung der Chemnitzer. Das ist erstaunlich und absolut falsch. Das ist brauner Quatsch mit Soße. Das ist nicht Selbstverteidigung. Jeder Selbstverteidigungskurs achtet darauf, dass die Bedrohungssituation realistisch eingeschätzt wird. Wie ist die Bedrohungssituation in Sachsen? Seit Jahren sind sowohl Raubdelikte als auch Einbrüche und körperliche Verbrechen schwer im Rückgang begriffen. Mord und Totschlag sind so selten in Sachsen, dass man mittlerweile gar nicht mehr weiß, ob die Schätzungen vielleicht sogar im Zufallsbereich liegen, was die Veränderungen angeht. Zwischen 2011 und 2014 gab es in Sachsen insgesamt 120 Vergewaltigungen im Jahr. Im bösen Jahr 2015, als die bösen Flüchtlinge kamen, waren es sogar nur 81. Diese Zahlen laufen unter dem alten Motto, ich lasse mir von Fakten meinen Rassismus nicht kaputt machen. Heute Abend zu Gast in der großen Radio 1 Satire-Show Maxi Stettenbauer, der Kapitän der Mission Lifeline. Und wir begrüßen den musikalischen Gast, das Paradies, heute Abend in der großen Radio 1 Satire-Show. Nils Holst, mein lieber Redaktionsleiter, ist auch da. Wie war dein Sommer, wenn ich fragen darf? Viel zu kurz. Das dachte ich mir. Ja, es war nicht, mir persönlich war es nicht warm genug, muss ich sagen. Mir war es zu kühl insgesamt. Ja. Ja. Ihm auch. Herzlich willkommen. Donald Trump ist auch gekommen und sagt, no climate change, no climate change. Mit Klimawandel hat nichts zu tun. Was hast du gemacht im Sommer? Ich war 4 Tage in Dänemark. Und wie war's? Es war kurz. Also es war warm, kurz. Ja. Auch in Dänemark war es warm? Auch in Dänemark warm und ganz wenig Menschen. Es war eigentlich schön. Sehr also es war eigentlich alles wie immer in Dänemark, nur dass es auch warm war. Genau, aber ja, richtig. Keine Menschen und Dänemark kurz. Dänemark ist schwierig als Urlaubsland, weil es normalerweise regnet und dann mit den Kindern, wo will man hin, dann sind irgendwo, die Dänen machen das ja so, die binden irgendwo 4 Ziegen an und sagen, das ist ein Serengeti-Park. Und das, da fährt man dann hin in seiner Not. So, das war überhaupt nicht nötig. Und da warst du? Da war ich. Und das war dein einziger Urlaub, 4 Tage, das hat dir gereicht? Das hat, also die Kinder waren natürlich mit meiner Frau noch irgendwie Kreuzfahrten und ich durfte aber nicht mit. Warum? Ich sollte mich ja vorbereiten auf die Sendung hier. Sehr gut, sehr, sehr richtig. Wunderbar, das ist eine sehr, sehr gute Maßnahme. Ich persönlich war an der Nordsee. Ah. Ja, schön, ich bin ja ein heimatverbundener Typ. Ja. Ich war an der Nordsee und war auf verschiedenen Inseln, also auf Borkum, und auf Borkum. Da bin ich jeden Tag mit dem Fahrrad 3-mal im Kreis rumgefahren und dann war wieder Abend und bin ich die gleiche Strecke nochmal zurückgefahren, auch im Kreis rum, aber in die Gegenrichtung und habe gar nicht gemerkt, dass es die gleiche Strecke war. Na? Ja, aber also es war die toll. Sache ist dir nicht bekommen, das kann ich sagen. Also. Es war wunderbar, es war auch sehr warm und ganz viele junge Familien waren da, viele sympathische junge Familien und für mich das Schockierende war, ich dachte, scheiße, der Prenzlauer Berg geschlossen auf Borkum. Ja. Und dann bin ich wieder zurückgefahren, weil ich gesagt habe, euch habe ich alle zu Hause. Euch will ich hier nicht. Beim nächsten Mal gehe ich auf eine Rentnerinsel, habe ich mir fest vorgenommen. So, jetzt bitte. Rentnerinsel? Ja. Gibt's das? Ja, natürlich gibt's Rentnerinsel. Ah, okay.
Ja, selbstverständlich. Haben Sie Tipps, meine Damen und Herren? Also ich meine, vom Look her würde das gehen, oder nicht? Ich meine, so mit diesem... Bitte? Vom hast Look du was her... gegen meinen Sommeranzug? Nein, überhaupt nicht. Nein. Das was, was hast du... Ist das... Ist nicht gut, findest du nicht gut? Ich finde es fröhlicher. Von den Farben her finde ich es sehr reif, muss ich sagen. Ja, doch. Was sagt denn das Publikum? Also wenn du mir jetzt noch mit so einem Elektrofahrrad... Du kennst doch diese wahnsinnig schnell, also es gibt so Menschen, die sind beige gekleidet, fahren Fahrrad und sie bewegen sich einfach viel zu schnell. So, ja, und das. Natürlich, so. Das war ich auf Borkum in diesem Anzug. Ja. Ja. Seit ich im Prenzlauer Berg so rumlaufe, sagen alle, ach, der aus Borkum. Ja, natürlich. Sind Sie zufrieden mit dem Anzug, meine Damen und Herren? Sind Sie zufrieden? Ja? Guck mal, das Publikum ist auf meiner Seite. Jetzt, meine Damen und Herren, freuen wir uns auf unseren ersten Gast heute Abend. Bei Wikipedia habe ich über ihn gelesen, 2009 begann er als Comedian zu arbeiten, seit 2012 lebt er davon. Das hat lange gedauert, was in den Jahren dazwischen passiert ist, wollen wir gar nicht wissen, es muss dramatisch gewesen sein. Mittlerweile ist er auf Tour mit seinem aktuellen Programm Lieber Maxi als normal. Heute Abend ist er hier bei uns in der großen Radio 1 Satire-Show. Herzlich willkommen, Maxi Gstettenbauer. Jawohl. Danke sehr für den herzlichen Applaus. Ich freue mich wahnsinnig, heute Abend hier zu sein. Sie sehen mich an einen interessanten Punkt im Leben, okay? Es ist sehr spannend. Was ich Ihnen jetzt gleich erzählen werde, wird einigen von Ihnen komplett egal sein. Aber ich bin seit ungefähr einem Monat 30 Jahre alt. Ja! Und jetzt kommt ja irgendwann der Punkt, wo man sich fragt, wann genau ist man erwachsen? Wann passiert das? Ja, weil man fragt sich ja, ja, irgendwann hat man den Plan, irgendwann weiß man die Fragen auf alle, dann hat man alle Antworten. Google ist arbeitslos, ja, man hat den Plan, man weiß es einfach, ja, man hat es einfach raus. Und dann habe ich irgendwann mit meinem Vater so gesprochen, habe ich ihn gefragt, hey Digga, sag mal, hattest du eigentlich immer einen Plan im Leben? Und er so, nee, nee. Ich habe einfach reingehalten und da warst du. Und so, ja, wie das halt so ist im Bangkok-Urlaub. Und aber ich habe eine interessante Sache über mich realisiert. Das habe ich so über mich festgestellt. Und zwar bin ich mal gespannt, ob Sie das genauso sehen. Ich möchte nicht reich werden. Möchte ich nicht. Dankeschön. Möchte ich nicht. Und wissen Sie was? Wissen Sie was? Ich glaube, das schaffe ich. Ich glaube, das kriege ich hin. Ich glaube, das kriege ich hin. Wirklich, weil Reichtum ist so viel Stress. Ich habe vor einiger Zeit in der Zeitung gelesen, der Gründer von Mediamarkt ist gestorben. 2 Milliarden Euro war der schwer. 2 Milliarden Euro, das ist unfassbar. Und im Artikel stand drin, er starb ruhig im Kreise seiner Verwandten. Und ich habe das gelesen und mich gefragt, wirklich, stirbst du mit 2 Milliarden Euro auf der Bank ruhig? Oder stehen da die Erben ums Totenbett alle so, komm schon... Komm schon. Und du liegst gerade im Bett, so dein Leben verschwindet gerade aus deinem Körper und dein letzter Blick fällt auf deinen ältesten Sohn, der so wartet, so, ja, 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 holt die Nutten rein, er ist weg. Es ist krass, ab einem gewissen Level ist Geld doch absurd. Also Geld ist wichtig, aber es ist definitiv nicht das Wichtigste. Jeff Bezos zum Beispiel, der Erfinder von Amazon, hat umgerechnet, 116 Milliarden Euro. 116, was machst du mit 116 Milliarden? Mit 116 Milliarden Euro machst du nichts anderes außer haben. Was willst du sonst mit so viel Geld machen? Wenn ich so viel Geld hätte, ich würde nur Scheiße bauen. Nur, ich würde mal als erstes einfach nur so einen Schal kaufen, den ich mir umwerfe. Einfach so. Und dann baue ich mir einen Raum, in dem ich nur lache. Nichts anderes, ja? Habe ich diesen Raum, da gehe ich morgens rein und lache mich kaputt. So. Ich habe so viel Geld, das ist so absurd. Was stehe ich überhaupt auf? Das ist völlig egal. Das ist unfassbar. Und dann kaufe ich mir noch eine Horde Pferde.
Warum? Weiß ich nicht. Ich bin reich. Es ist scheißegal. Ich kann das einfach machen. Ja? Und dann lasse ich diese Horde Pferde auf Abruf am Horizont, den ich übrigens auch gekauft habe, ja, auf Kommando entlanglaufen. Und wenn mich einer fragt, was das für eine Rasse ist, so, oh, interessant, Sie haben da eine Horde Pferde, was für eine Rasse ist das? Dann sage ich, teuer. Einfach nur teuer. Aber Amazon hat die Welt verändert. Das ist total krass. Die wollen jetzt als nächstes Drohnenlieferung einführen. Haben Sie das mitbekommen? Dass du quasi was bestellst und die liefern dann das per Drohne zu dir nach Hause. Wenn du also irgendwas bestellst, zum Beispiel eine Horde Pferde, dann nimmt die Drohne das Pferd und hebt das zu dir auf den Balkon und du machst den Vorhang auf und das Pferd so... Prime. Das ist unfassbar. Mit einer Drohne bestellen. Die haben gesagt, bis 2025 soll Drohnenlieferung die Hauptlieferart werden von Amazon. Die meisten Lieferungen sollen dann per Drohne stattfinden. Das wird eng am Flughafen, oder? Das wird dann... Stell dir vor, du bist so im Flugzeug, der Kapitän so... Meine Damen und Herren, unser Flug nach Ibiza verspätet sich. Ein Kühlschrank versperrt den Luftweg. Aber mit einer Drohne bestellen, das ist schon geil, oder? Ist so eine Wisst ihr, was ich mir mit einer Drohne bestellen würde? Eine andere Drohne. Und dann mit der Amazon-Drohne gegen meine Drohne kämpfen. So würde ich das machen. Aber die Firmen machen so viel kranken Scheiß neulich. Habt ihr mitbekommen von dem Typen, der Red Bull verklagt hat, weil Red Bull keine Flügel verleiht? Alter, wie viele Dosen hat der gesoffen, bis der diese Entdeckung gemacht hat? Stand der auf seinem Balkon mit 18 Sixpack Red Bull, ja, kippt ein Ding nach dem anderen weg, klack, 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 steht so, Mein Blutdruck ist 170 zu 2. Ich kacke im Strahl. Also mit Ryanair wäre ich schon längst da, aber mit Red Bull dauert's ewig. Und jetzt kommt der Hammer, der hat geklagt und gewonnen. 12 Millionen US-Dollar. 12 Millionen US-Dollar hat der gekriegt. Wir machen alle den falschen Job. 12 Millionen in Amerika. In Amerika geht das. In Deutschland könntest du eine Firma so nicht verklagen. Das wüsste ich. Alter, ich würde sofort bei Kellogg's anrufen und sagen so, hey, das macht ja gar nicht den Tiger aus mir. Ich leck mich schon seit 2 Stunden. Ich merke schon, ihr seid eher so ein Jazz-Publikum, oder? Ihr genießt das eher so, ich merke das schon. Ah, alles gut, na, ist okay, alles gut. Alles gut, einen habe ich noch und dann gehe ich, dann erlöse ich euch, okay? Alles gut, alles gut. Ich kann auch einfach nur eine Minute so stehen bleiben, so kann ich es auch machen, oder? Nee, nee, jetzt ist gut. Jetzt ist gut. Nein, 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 nein. Ich akzeptiere keinen ironischen Applaus. Das reicht, nur Sie, nur Sie. Danke sehr, das war sehr herzlich. Ja, jetzt, wo er so ganz abkackt, jetzt wäre ich auch gern so, jetzt... Na, ist ja alles gut. Diese Red Bull-Nummer, die haut mich echt vom Hocker, ne? Ich glaube, weil Erwachsenwerden so ein bisschen das Thema war. Das gehört zum Erwachsenwerden dazu. Glaub nicht jeden Scheiß, der auf der Verpackung steht. Das ist Werbung, das ist immer gelogen, was auf der Verpackung steht. Eine Packung Miracoli reicht für 2 Personen. Danke, Berlin. Schönen Abend noch. Jetzt, meine Damen und Herren, freue ich mich auf einen Mann, der, ja, ich würde mal sagen, ein Verbrecher ist. Er steht gerade vor Gericht. Die einen lieben ihn, für sie ist er ein Menschenretter. Die anderen sagen, nein, er muss ganz dringend verknackt werden. Auf Malta ist er verklagt worden, denn er hat Menschenleben gerettet. Heute Abend ist er zu uns gekommen, den ganzen weiten Weg von Landsberg
über den Lech hier nach Berlin. Wir wissen alle, Landsberg am Lech, der schöne Fluss Lech, fließt auch hier durch Berlin. Deswegen hat er sich einfach auf eines seiner Heimatboote gesetzt und ist hergefahren. Ich freue mich, dass dieser Mann seinen Freigang hier mit uns verbringt. Bitte begrüßen Sie den Kapitän der Lifeline, Klaus-Peter Reisch. Dankeschön. Schön, dass Sie da sind. Ja, ich freue mich auch sehr. Wie fühlt man sich als Staatsfeind? Ja, das ist schon mal eine ganz außergewöhnliche Rolle, vor allem wenn man aus Bayern kommt. Ist man da nicht, wenn man sowas macht wie Sie, per se Staatsfeind? Ja, es kommt einem wirklich, wenn man mal so die Äußerungen des Herrn Seehofer Revue passieren lässt zuvor. Ja, deswegen sind Sie nach Berlin gekommen, um einmal was gegen Seehofer zu sagen, ja, ohne mit körperlicher Züchtigung rechnen zu müssen. Ja. Vielleicht sollte ich ja mal einen Asylantrag stellen in Berlin. Ja, könnte bald nötig sein, wenn es so weitergeht. Ja, durchaus. Wir müssen ganz kurz erklären, warum Sie überhaupt im Moment vor Gericht stehen. In einer Woche, am 11. September, soll das Urteil gesprochen werden. Sie sind angeklagt in Malta, und zwar nicht, weil Sie Menschenleben gerettet haben, sondern Sie sind angeklagt wegen Ihres Schiffs, das angeblich nicht zugelassen ist. Warum ist das so? Naja, man behauptet, dass wir mit diesem Zertifikat des Königlich-Holländischen Wassersportverbands dieses Schiff nicht richtig registriert hätten. Wir würden ohne holländische Flagge fahren, was nicht zulässig ist. In diesem Papier steht allerdings drin Flag Dutch und Homeport Amsterdam. Es ist auch nicht abgelaufen. Man hat mittlerweile auch zugeben müssen, dass dieses Papier keine Fälschung ist. Und so kann ich eigentlich keinen Fehler erkennen. Also das heißt, die Malteser erkennen Holland als Staat schon gar nicht mehr an? Offensichtlich. Ja. Ist das fortschrittlich oder rückschrittlich in Zeiten des Klimawandels? Naja, offensichtlich steht Ihnen das Wasser schon bis zum Halse. Ja, offensichtlich, ja. Das heißt, das Ganze ist doch im Grunde vorgeschoben, oder? Weil Sie ja sagen ja, es ist so, dass seit vielen Jahren alle Schiffe ihrer Größe unter holländischer Flagge fahren. Können Sie kurz erklären, warum das so ist und warum Sie nicht unter deutscher Flagge fahren können? Naja, also wir würden natürlich gerne unter deutscher Flagge fahren, aber die Regularien sagen, dass man als sogenanntes Pleasure Craft, es gibt als Alternative nur ein Commercial Vessel, und wir sind ja ein gemeinnütziger Verein, wir können kein Kauffahrteischiff in dem Sinne betreiben, ist in Deutschland eben bei 25 Meter und einem Gewicht von 100 Tonnen Schluss. Und unser Schiff hat 32 Meter und wiegt 240 Tonnen netto. Und deswegen sind wir nach Holland ausgewichen, wie alle anderen NGOs ebenfalls. Und das machen die seit 2015. Seit 2015 sind genau diese Papiere, die wir vorlegen, in Malta und sonst wo bekannt. Beim holländischen, Königlich-Holländischen Wassersportverband sind über 25.000 Boote und Schiffe mit genau diesem gleichen Papier registriert. Jetzt ist nächste Woche wahrscheinlich der Urteilsspruch. Womit rechnen Sie? Sie können maximal ein Jahr Gefängnis bekommen oder eine Geldstrafe von 11.600 Euro. Rechnen Sie damit, dass es so weit kommt, oder denken Sie, man wird Sie ziehen lassen? Oder müssen Sie einfach für immer auf Malta bleiben? Malta ist eine nette Insel, aber es ist doch auf die Dauer recht klein. Außerdem gibt es da keinen Biergarten, das geht für einen Bayern gar nicht. Es ist tatsächlich so, dass er mich mit dieser Strafe bedroht. Aber ich denke mal, so weit wird es nicht kommen. Ich bin ein unbescholtener Bürger, ich habe nicht mal einen Punkt in Flensburg. Und es ist halt einfach so, dass es ein Politikum ist. Man will die Schiffe nicht fahren lassen. Letztlich geht es ja nicht um mich, es hätte jeden anderen auch treffen können. Aber man versucht halt, die Schiffe im Hafen zu halten. Das Flugzeug Moonbird, das darf nicht fliegen, damit einfach ein Vorhang vor dieses Drama, was sich vor der libyschen Küste abspielt, gezogen wird und das vor allem dann auch niemand mehr dokumentieren kann. Werden Sie selbst hinfahren nächste Woche zum Prozess oder nicht? Ja, selbstverständlich. Ich will ja die 5.000 Euro wieder haben. Sie haben Kaution hinterlegt, ne? Ja, ja, ich muss der Kaution hinterlegen, sonst hätte ich meinen Pass nicht mehr wiederbekommen. Und die möchte ich gerne natürlich abholen gehen. Fahren Sie nur wegen der Kaution hin oder auch, weil Sie einfach live dabei sein wollen, wenn Sie verknackt werden? Natürlich will ich ja live dabei sein. Ich bin ja jetzt jedes Mal hingefahren. Der Richter hat offensichtlich großes Vertrauen in mich, dass ich auch wiederkomme. Beim letzten Mal habe ich auch meinen Personalausweis auf Nachfragen wiedergekriegt.
Ja, alles gut soweit. Ob es jetzt am 11. schon zu einer Verurteilung kommt, weiß ich nicht. Gepäck nehme ich mal passend mit. Aber, was nehmen Sie mit? Ja, ja, klar. Das heißt, ich kann eigentlich die Frage stellen, was würden Sie mitnehmen auf eine einsame Insel nach Malta in den Knast? Ja, vielleicht von Werner Brösel mal so ein nettes Buch, Werner ja. oder so. Ja, oder. Aber da brauchen Sie doch kein Jahr für. Stimmt, aber man kann es ja mehrfach lesen. Wird das nicht langweilig? Nein, ich weiß nicht, wie viel ich mitnehmen darf. Ja. Muss ich mich noch erkundigen. Wenn Sie drei Dinge mitnehmen dürften, was würden Sie mitnehmen? Ja, eine schöne Musik. Was ist schöne Musik? Ein Büchereiausweis. Ja, vielleicht Jazz Rutal, das gefällt mir recht gut. Jazz Rutal? Ja. Sehr gut. Sehr gut. Locomotive Breath und so. Ja, genau. Ja, ja und vor allem halt eine Feile und ein Sägeblatt. Sehr gut. Ich würde gerne noch mal auf die Anfänge zurückkommen. Sie sind eigentlich Kfz-Mechaniker. Sie haben zuletzt in Landsberg gearbeitet im Sanitärbereich. Sie waren selbstständig. Wie kommt ein Mann wie Sie, der eigentlich aus einem völlig anderen Genre kommt, auf die Idee, aufs Mittelmeer zu fahren, um dort Menschen zu retten? Naja, ich bin 2015 mit meiner Lebensgefährtin von Sardinien nach Griechenland gesegelt und dann haben wir uns halt unterhalten, was machen wir jetzt, wenn wir auf ein Flüchtlingsschiff stolpern mit unserem Segelboot mit 12,5 Meter Länge. Ich meine, da ist nicht viel auszurichten. Und 2016, als die erste größere Zahl Menschen übers Meer kam und dann gab es halt immer so Berichte für und wider, soll man es machen, soll man es nicht machen, arbeitet man mit Schleppern zusammen, wie funktioniert das Ganze? Dann habe ich gesagt, du weißt, ich habe ja Zeit, ich habe meine Firma Ende 2008 weitestgehend zugemacht. Ich habe ja Zeit, ich fahre da einfach mal mit. Ich will das mal selber sehen, was da abgeht. Und so bin ich im April 2017 dann das erste Mal gefahren und das, was ich da eben zu Gesicht bekommen habe, hat mich dann veranlasst, da weiterzumachen. Und mittlerweile bin ich ja 6 Missionen gefahren. Können Sie ganz konkret beschreiben, wie läuft so eine Mission ab? Wie läuft so eine Rettungsaktion auf dem Mittelmeer ab? Naja, man muss zuerst mal diese Schlauch- oder Holzboote finden. Genau, wie macht man das? Also da gibt es zwei Möglichkeiten vom Prinzip her. Das eine ist, dass man von der Seenotleitstelle in Rom, Maritime Rescue Coordination Center, einen Telefonanruf bekommt. Die wissen ja, wo wir sind, da wir einen sogenannten AIS-Transponder haben. Wir senden ständig unsere Position, Geschwindigkeit, Kurs und sowas. Und daher wissen die, wo wir sind. Und die haben ein Flugzeug auf Mallorca stehen, schaut so aus wie eine Transall. Das ist ein Seeaufklärer und die fliegen halt in der Dämmerung, in der Nacht schon los auf Mallorca über die beiden Suchzonen, östlich und westlich von Tripolis. Und wenn sie dann Richtung Heimat fliegen, dann setzen sie ihre Berichte ab, wo Flüchtlingsboote unterwegs sind. Und dann wird eben von der Seenotleitstelle das nächstgelegene Schiff zu dem Flüchtlingsboot hin beordert. Die schicken dann ein Mail oder rufen an und geben uns eine Position und fordern uns auf, dass wir uns da mit höchster Geschwindigkeit hinzubewegen haben. Das ist mal die eine Variante. Und die zweite Variante ist, dass wir tagsüber immer 4 Leute in unserem Monkey Deck sitzen haben. Das ist ganz oben auf dem Boot mit Ferngläsern und die suchen systematisch das Meer ab. Darüber hinaus haben wir ein Hochleistungsradargerät, mit dem wir auch Schlauchboote in der Nacht dann finden können. Das sind also weitestgehend dann eigene Beobachtungen. Wenn Sie ein Schlauchboot gefunden haben, wie gehen Sie dann vor? Es gab ja die Mission, die für Schlagzeilen gesorgt hat im Juni. Da haben Sie auf der Lifeline, auf der glaube ich 50 Passagiere Platz haben, 234 Geflüchtete aufgenommen. Doch die Crew war auch noch an Bord. Also das Schiff war heillos überfüllt. Als Sie dieses Schlauchboot gesehen haben, was ging da in Ihnen vor? Sie wussten, ich muss jetzt so viele Menschen aufnehmen, obwohl ich eigentlich gar nicht kann. Naja, das ist ja vom Prinzip her jetzt erstmal kein Passagierschiff. Wir haben genügend Decksfläche, sodass wir die Menschen herunterbringen können. Wir hatten ja 2 Tage zuvor schon eine Rettung. Da haben wir die Menschen an einen Autotransporter abgegeben, der dann letztlich die Gäste abgegeben hat an ein italienisches Küstenwachschiff. Und am 21. in der Nacht hat die Crew eben über das Radargerät 3 Objekte gefunden. Es waren sicherlich 3 Schlauchboote. Eins haben wir dann dank der Libyer verloren. Und als wir das erste Boot gefunden haben, haben wir dann unser Einsatzschlauchboot ins Wasser gebracht. Da werden dann 100 Schwimmwesten draufgepackt, 10 Kinderschwimmwesten. Und dann fährt das Einsatzschlauchboot zu diesem Flüchtlingsschlauchboot. Wir fahren dann nicht mit unserem großen Schiff ran, da entsteht immer Panik. Das darf man nicht machen.
Und dann werden die Leute erstmal beruhigt. Ja, wir sind jetzt keine Libyer, das kapieren sie dann relativ schnell aufgrund der Sprache und des Aussehens. Und dann werden erstmal Schwimmwesten verteilt, damit wenn eine Kammer von so einem Schlauchboot, das sind keine Schlauchboote, wie wir das kennen, das ist eine zusammengeklebte LKW-Plane, die, also wir würden damit nicht über den Ammersee fahren, das ist zu gefährlich. Und dann verteilen wir eben Schwimmwesten, fragen, wie viele Leute seid ihr, wie viele Boote sind losgefahren, habt ihr schwangere Frauen, Kinder, Verletzte an Bord und machen da einfach mal einen Status. Und wenn dann alle eine Schwimmweste haben, wir führen das vor, wie man die anlegt, so wie im Flieger halt auch, und dann werden die Schwimmwesten verteilt, dann ist das schon mal erledigt. Und dann haben wir halt in dem Fall festgestellt, dass dieses Schlauchboot in sehr schlechtem Zustand war. Es hat sich verbogen wie eine Banane in ganz geringem Seegang. Und dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen die Leute jetzt einfach raus, bevor da ein größeres Unglück passiert, haben dieses Schlauchboot dann an die Lifeline längsseits bugsiert und die Menschen hochgeholt, das Schlauchboot markiert und dann versenkt und sind dann zum nächsten Ziel aufgebrochen. Und in welchem Zustand treffen Sie die Menschen in diesen Schlauchbooten an? Also in dem Fall war es halt so, dass die Menschen noch in einem relativ guten Zustand waren, weil sie erst ungefähr 8 Stunden unterwegs waren. Wir treffen aber auch, das hatten wir dann in der Folgenacht, in der Nacht vom 22. ein weiteres Schlauchboot evakuiert. Dieses Schlauchboot war bereits 2 Tage unterwegs und davon einen Tag ohne Treibstoff. Das muss man sich mal vorstellen. Oben scheint die Sonne und es ist hellblau und unten ist dunkelblau und es ist Wasser. Und die Menschen sind ziemlich verzweifelt. Es gibt keinen Treibstoff mehr. Dieses Schlauchboot bewegt sich nicht mehr vorwärts. Es ist ein Spielball der Wellen. Und es gibt nichts zu trinken, nichts zu essen und auch keine Toilette. Wenn die Menschen dann bei Ihnen auf dem Schiff sind, es gibt eine Aktion, da gibt es einen kleinen Film, wir können mal kurz reingucken, dann können Sie vielleicht mal das kommentieren und zeigen, was hier passiert. Ja, gerne. Kann ich das mal sehen? Können ruhig kommentieren. Ja, also hier sieht man dann, dass wir das Holzboot, das ist ein Holzboot in dem Fall gewesen, vernichten. Wir schütten den restlichen Sprit um und zünden es an. Und hier sieht man, wie die Leute drauf sitzen. Hier wird schon die Bordwand hochgehalten, weil man sieht hier ganz genau, in dieser Kammer ist keine Luft mehr. Wenn die Leute hier auslassen oder das Wasser reinschwappt, dann kriegt es sofort Schlagseite und das Boot entleert sich seiner Menschen, weil es dann einfach auf diese Seite rutscht. Und hier kann man sehen, dass so viele Leute drauf sind, dass die schon rittlings auf den Schläuchen hocken. Also das ist wirklich dramatisch. Ja, solche Bilder sind also eigentlich alltäglich, wenn wir Rettungen haben. Wie viele Leute sind Sie auf dem Schiff, auf der Lifeline? 18 Leute. Und können Sie so viele Menschen auf einmal überhaupt versorgen mit dem Nötigsten? Wie viele Ärzte haben Sie an Bord? Also wir haben auf dieser Mission einen pensionierten Herzchirurgen dabei gehabt, eine Intensivkrankenschwester, einen Medizinstudenten im 10. Semester, der auch die Logistik des Krankenhauses betreut und weitere 4 Rettungssanitäter. Und wenn Sie die Menschen aufgenommen haben und es passiert so etwas wie im Juni, Sie können nicht einfahren in Malta, Sie sind ja eine Woche im Grunde um die Insel rumgefahren. Ja. Wie haben Sie diese Woche erlebt? Was ist da passiert? Wie gingen die Geflüchteten damit um? Wie war das für Sie, dieses Unwissen, wann kommen wir wo an? Naja, zunächst waren wir ja ganz guter Hoffnung, dass wir gehört haben, dass verschiedene Bundesländer in Deutschland jeweils Kontingente von unseren Gästen aufnehmen wollen. Und da haben wir uns schon gefreut, dass wir jetzt irgendwann einen Port of Safety von Rom genannt bekommen. Es ist ja auch so, dass wir keine freie Wahl haben, wo wir hinfahren. Wir haben die Menschen an einen sicheren Ort zu bringen, steht in SOLAS, Safety of Life at Seas, Paragraph 33. Und da kann man das nachlesen. Und wir erhalten normalerweise einen Hafen zugewiesen. Wie gesagt, keine freie Wahl. Und dann hat eben der Herr Seehofer keine Unterschrift geleistet, sodass diese Option dann erledigt war. Und dann haben wir uns gedacht, naja, irgendwie muss es ja weitergehen. Wir müssen jetzt einfach mal abwarten. Und wir haben dann hinter den Kulissen mitbekommen, dass der Präsident Joseph Muscat, der maltesische Präsident, mit verschiedenen europäischen Ländern verhandelt. Und letztendlich hat sich ja dann unter anderem Portugal, auch Irland, Frankreich und andere Länder bereit erklärt, die Menschen aufzunehmen. Aber so lange sind wir halt einfach 5 Tage völlig unnötig auf See unterwegs gewesen. Und die letzten 1,5 Tage waren dann schon ein Stück weit dramatisch, wo man sich dann auch mal überlegt, löse ich jetzt selbst einen Mayday-Fall aus? Weil dann ist nämlich schnell Schluss. Was passiert dann? Naja, wenn wir selbst einen Mayday-Fall auslösen, dann müssen Sie für die Abbergung des Schiffes sorgen.
und sie müssen uns auch in einen Hafen reinlassen, weil wir selbst ein Seenotfall sind. Allerdings hat es dann zur Folge, dass die europäischen Regierungen sich zurücklehnen und sagen, Gott sei Dank hat er den roten Knopf gedrückt, weil dann bleiben die Menschen alle auf Malta, sie kommen da nie mehr wieder weg, das ist das Ende. Und Malta ist eine sehr übervölkerte Insel, da hat auch der Präsident von Malta ein Problem damit. Und jetzt haben wir eben es geschafft, dass die Menschen über komplett Europa verteilt werden, was für alle Beteiligten sicherlich die beste Lösung ist. Ja. Wir hatten im Sommer eine große Diskussion, unter anderem ausgelöst durch ein sehr umstrittenes Pro und Contra in der Zeit, als eine Autorin schrieb, ist Seenotrettung, private Seenotrettung, wie Sie sie betreiben, angemessen? Und im Contra-Text stand unter anderem das Argument, nein, private Seenotretter sind letztlich diejenigen, die die Menschen erst auf die Meere treiben, die dafür sorgen, dass das Geschäft der Schlepper funktioniert. Was sagen Sie diesen Leuten, die Ihnen das vorwerfen? Naja, da muss man zum einen mal wissen, dass die NGOs nur 40% der Rettungen tatsächlich durchführen. Die anderen 60% werden von Handelsschiffen aufgegriffen oder auch von irgendeiner europäischen Marine. Also sind wir nur an 40% der Rettungen in Anführungsstrichen schuld. Das ist mal das eine. Und das andere ist, gerade jetzt, wo keine NGO-Rettungsschiffe unterwegs sind, dürften ja bei einer Zusammenarbeit mit den Schleppern auch keine Flüchtlingsboote unterwegs sein. Das Gegenteil ist aber der Fall. Wir haben keinen Kontakt zu diesen Menschen. Diese Schlepper sind einfach Mörder. Die Leute sind ausgepresst bis aufs Blut. Da ist nichts mehr zu holen und dann werden sie halt einfach übers Meer entsorgt. Das heißt, wir brauchen Sie auch weiterhin und wir hoffen, dass Sie weiterhin Ihre Arbeit machen können, dass Sie bald wieder ausfahren können und ja, diese Arbeit tun können, die so wichtig ist und die letztlich nicht das Resultat der Schlepper ist oder das Resultat derer, die fliehen oder die Menschen aufs Meer treiben, sondern das Resultat einer komplett desaströsen europäischen Flüchtlingspolitik. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie da waren, Klaus-Peter Reisch. Sie machen eine großartige Arbeit. Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute. Ich wünsche Ihnen noch sehr viele erfolgreiche Missionen und wünsche mir trotzdem, dass wir eine Regelung finden, in der wir Leute wie Sie trotzdem möglichst bald nicht mehr brauchen. Und das meine ich im besten Sinne. Ich danke Ihnen für den Besuch. Danke, dass Sie zu uns gekommen sind. Dankeschön fürs Kommen. Klaus-Peter Super, Reisch, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Ganz toll. Das, meine Damen und Herren, ist das neue Album meines nächsten Gastes. Noch in diesem Jahr, im Sommer, waren Sie Vorband von Ketka. Mittlerweile sind Sie alleine auf Tour und Sie spielen auch in Berlin. Und zwar am 3. Dezember sind Sie Ihr eigener Headliner im Berliner Lido. Bitte begrüßen Sie Das Paradies. Ich hab mit einem Kreuz unterschrieben, die Schrift verwischt, das Papier vergilbt, ein Mustervertrag auf dem Bildschirm als Bild. Ich war zerstreut und aufgerieben. Ich attestierte uns blind, dass die Zeiten rosig sind. Und wie komisch es aussieht, wenn die Phrase im Raum zerfällt, in immer gleiche Flocken und Fetzen. Es rieselt und es schneit, solange du mir glaubst. Ich sehe eine, dass nur du mir leicht fällst. Ich sehe eine, ich sehe eine goldene Zukunft und nicht viel mehr. Ich sehe, die alles glänzt und leuchtet und geht mich her und hin und her und hin und her und hin. Und her, ich muss es mir nur weiter sagen.
detonieren. Alle Kontras von Hauswänden wischen. Es abtippen und kopieren. Mit falschen Buchstaben und Formen der Zeit. Flüchtigkeitsfehler und die Ohnmacht der Ungewohnheit. Auch wenn es scheußlich klingt, dass die Zeiten rosig sind. Scheußlich klingt, ich sehe eine, dass die Zeiten rosig sind. Ich sehe eine, ich sehe eine goldene Zukunft und nicht viel mehr. Ich sehe, wie alles glänzt und leuchtet und gebe mich her und hin und her und hin. Alles von allen, keiner wird sich gestört fühlen, alles wird allen gefallen. Und ich attestiere blind, dass die Zeiten rosig sind. Ich sehe eine, ich sehe eine Zukunft und nicht viel mehr. Alles glänzt und blendet mich. Ich gebe mich allzu gerne her. Das Paradies. Vielen Dank, das ist das Album, meine Damen und Herren, von Das Paradies, Goldene Zukunft heißt es. Kaufen Sie es jetzt und gehen Sie ins Konzert Berliner Lido, 3. Dezember bist du dort, ja, ne? Genau. Bis dahin, vielen Dank, Das Paradies, meine Damen und Herren, das war die große Radio 1 Satire-Show. Wir sehen uns wieder heute in einer Woche mit Katrin Bauerfein, Özcan Kosa und Sam Vance Law. Bis dahin, danke fürs Zuschauen, tschüss und gute Nacht. Dankeschön. Ja.